Eigentümlich frei präsentiert. Die wirklich wahre Woche. Mit Karl Eduard von Göbbelgruber. Hier ist die wirklich wahre Woche. Nachrichten noch wahrer als beim Staatsfunk. Sogar wahrer noch als die Wahrheit. Außenminister, Darstellerin Trampolina Baerbock hat sich und damit uns alle bei ihrem Antrittsbesuch in Russland bis auf die Knochen blamiert. Dabei ist ihr mit ihrem legendären Lapsus Pressefreiheit letztendlich nur versehentlich die Wahrheit herausgerutscht, denn genau das ist es, was unsere Regierung unter Meinungs- und Pressefreiheit versteht. Die Freiheit, gefälligst die Fresse zu halten, wenn man nicht hundertprozentig auf Linie ist. Besonders widerwärtig wird es, wenn Baerbock und Konsorten anderen Ländern vorhalten, Grundrechte wie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit nicht zu gewähren und das Internet zu zensieren, während man hierzulande friedliche Spaziergänger niederknüppelt und Telegram abschalten will. Leider war bei Redaktionsschluss noch nicht klar, ob Präsident Putin, der bekanntlich besser Deutsch spricht als unsere Außenministerin, sich inzwischen von seinem Lachkrampf erholt hat. Mensch, Karl Eduard, hast du etwa vergessen, das Wahrheitswasser zu trinken? Du weißt doch, dass du dann immer Probleme mit der Wahrheit hast. Los, runter damit! Ups, Verzeihung, kommt nie wieder vor. Das hat gut getan und schmeckt lecker. So, jetzt aber. Annalena Baerbock, von Vertrauten auch liebevoll ACAP genannt und ihres Zeichens. Die beste Außenministerin seit dem Urknall hat bei ihrem Antrittsbesuch in der Sowjetunion nicht nur eine gute Figur gemacht, sondern en passant auch den Dritten Weltkrieg verhindert. Der Friedensnobelpreis ist ihr so gut wie gewiss. Für diese gleichermaßen engagierte wie gewagte Mission musste sie gegenüber dem großen Bruder im Osten ausnahmsweise auch mal ungewohnt deutliche Worte finden. Dabei hat sie sich, anders als rechte Hetzer es in dubiosen sozialen Medien fälschlich behaupten, mitnichten verplappert. Ihre Botschaft war unmissverständlich. Wenn der Iwan nicht spurt, gibt's auf die Fresse, so wie damals in Stalingrad. Jawohl, die Genossin Annalena ist einfach genital. Genial. Daher auf sie und den russischen Bären ein dreifaches Nastorovje, Nastorovje, Nastorovje. Hui. Auch Karlchen Klabauterbach, aktueller Gesundheitsminister, Darsteller mit gekauftem Jodeldiplom aus Harvard, ist bei einer Rede vor dem Bundestag versehentlich die Wahrheit herausgerutscht. Wörtlich sagte er, Zitat, Omikron wird die Pandemie auch deshalb nicht beenden, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, was wir verhindern werden. Zitat Ende. Dazu muss man wohl nicht mehr sagen, das spricht für sich. Es wird niemals enden, weil sie nicht wollen, dass es endet. Mensch, Karl Eduard, hast du etwa das Wahrheitswasser nicht ganz ausgetrunken? Los, jetzt aber runter damit! Der Klügere kippt nach. Mist, erwischt. Nochmal, Nastorovje. Und jetzt aber wirklich und wahrhaftig. Der international renommierte Harvard-Einser-Absolvent in Universalgelehrtheit und beste Gesundheitsminister seit lange vor dem Urknall, Professor Dr. Karl Wilhelm Lauterbach,
hat vor der Räteversammlung postuliert, dass der Staatsrat es verhindern wird, dass die Omikron-Variante die Pandemie beendet. Und das ist auch richtig so. Wo kommen wir dahin, wenn irgendein mutiertes Tierchen aus Wuhan meint, hier bestimmen zu können, wann die gefährlichste Killerpandemie seit dem vorvorletzten Urknall endet? Das kann und darf nur der ausschließlich mit den größten Koryphäen des gesamten Universums und aller Paralleluniversen besetzte Staatsrat in seiner unendlichen Weisheit. Er hat ja schließlich auch bestimmt, wann die Pandemie anfing. So muss das. Alle Macht dem Staatsrat. Die Partei hat immer recht. Auf den Genossen Karl Wilhelm, unseren Magister Omnipotenz und ganz besonders auf Harvard ein dreifaches Veritas, Veritas, Hochditas. Die CDU in Sachsen-Anhalt will angeblich die aus freiwilligen Demokratieabgaben arg unterfinanzierte ARD abschaffen, weil ihr die Art der Berichterstattung nicht gefällt. Der SPD-Volkskammerabgeordnete Helge Lind, seines Zeichens mutiger Kämpfer gegen rechts und für beschleunigte Islamisierung, empörte sich auf Twitter. Zitat: Ein ideologisch motivierter Angriff gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einer Zeit, in der faktenbasierte Information so wichtig ist. Zitat Ende. Recht hat er, der Genosse Helge. Nirgends ist Information so faktenbasiert wie bei der ARD. Naja, fast nirgends, höchstens noch hier bei uns im wahrsten Wahrheitsfernsehen, seit man dem Volksempfänger den Saft abgedreht hat. Und überhaupt, liebe CDU Sachsen-Anhalt, schämt euch in Grund und Boden. 16 Jahre lang hat euer schwarzer Flügel der Sozialistischen Deutschen Einheitspartei unter der ewigen Ehrenvorsitzenden Angela Merkel von der wahrhaftigen Wahrheitsliebe der ARD profitiert. Und jetzt, wo der Volkskörper euch einstimmig aus dem Staatsrat gewählt hat, tutet ihr plötzlich ins selbe Horn wie der blaue Flügel, diese AfD. Einfach nur ekelhaft. Danke, Habibi Helge, für deine mutigen Worte. Darauf ein dreifaches Inshallah Allah, Inshallah Allah, Inshallah Allah. Ergänzend sage ich von Herzen: Danke an die GenossInnen Baerbock und Lauterbach für ihren unermüdlichen Einsatz für Frieden und Freiheit hier und überall im Restuniversum. Sagt den Feinden des Sozialismus, dass sie die Fresse zu halten haben. Und danke überhaupt allen, die sich täglich für kleines Geld selbstlos im Dienst am Bürger aufreiben, ihn mit wahrhaften Informationen versorgen und vor gefährlichen Killerviren und insbesondere vor unverantwortlicher Eigenverantwortung schützen. Was wären wir nur ohne euch? Und vor allem, was wäre ich ohne euch? Nicht nur ein Nichts, sondern noch nichtiger als nichts. Daher verabschiede ich mich bis zur nächsten Episode auf diesem Wahrheitskanal, wo Fakten bereits gefunden werden, bevor sie irgendjemand als verloren gemeldet hat, und verbleibe regimegetreu, staatsgläubig und systemkonform. Ihr stets ergebener Gedankenbetreuer Karl Eduard von Göbbelgruber. Weil bei uns alles so viel wahrer als nur wahr ist, lohnt es sich jetzt mehr denn je, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Am besten gleich mit der Glocke und selbstverständlich auch unseren Telegram-Kanal. Dann sind Sie jederzeit hart am Puls der Wahrheit. Und das ist mehr als wahr.
Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Dos vidania. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.